Guten Morgen, liebe Erstklässer. Ihr seht eine Maus. Hier ist eine Maus, hier ist eine Maus. Hier oben sind viele Mäuse. Also die Maus. Maus schreibe ich mit einem Au, wie du weißt. Also mit dem Au. Maus, aus, Maus. Und wenn jetzt aber aus dieser Maus zwei, also zum Beispiel aus dieser Maus hier, zwei Mäuse werden, dann wird aus dem Au ein Oi. Also aus unserem Buchstaben Au wird ein Oi. Aber nicht das Eulenoi, sondern das A bekommt hier solche Pünktchen und damit wird es zu einem Oi. Oi, Moi, Mäuse. Sobald ich das Lasso werfe, sehe ich, aha, zwei blaue Buchstaben, Ä und U. Also ein Doppelbuchstabe, ein Doppelvokal, ein Zwielaut ist vor meinem Lasso. Also lese ich Oi, Moi, Mäuse, die Mäuse und die Maus. Also aus Au wird Oi. Das ist aber nicht nur bei den Mäusen so, sondern zum Beispiel auch hier, ja, bei den Zäunen zum Beispiel. Also, ich habe einen Zaun, einen Au-Zaun und ich habe viele Eu-Zäu-Zäu. Nee. Auch hier wird aus dem Au ein Oi. Also du siehst es hier auf der Rückseite zum Beispiel. Ich habe Oi, Zoi, Zäune, viele Zäune, der Zaun. Und das Ganze gibt es jetzt mit das Ä mit den Pünktchen, gibt es jetzt nicht nur mit Oi, sondern auch nur das A, das zum Ä wird. Zum Beispiel habe ich ein Rad, aber viele Räder. Also, ich habe viele Räder. Also, Ä, Rä, Räder und ein Rad. Das Rad. So funktioniert das. Merke dir einfach, aus einem A wird, wenn das Wort sich ändert, zum Beispiel Rad und Räder, ein Ä. Aus einem Au, wie in Maus, wird, wenn das Wort sich ändert, viele Mäuse, ein Oi. Das Oi klingt genauso wie das andere Oi, zum Beispiel wie das Oi von Eule. Aber dieses Oi, das verändert sich nie. Ja, ich habe die Eule und ich habe viele Eulen. Das ändert sich nicht. Ja, es gibt keine Aule oder sowas. Aber es gibt eine Maus mit Au
Und es gibt viele Mäuse und die muss ich dann so schreiben. Okay?